So, das allererste Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte, gehört zu meiner Lieblingskategorie Seefahrt und Meer. Ne? Muss immer jedes Jahr dabei sein. Dörte Hansen, zur See. Dörte Hansen muss ich, denke ich, nicht weiter vorstellen. Viele von Ihnen werden Mittagsstunde und Altes Land gelesen haben. Erzählt sie in Mittagsstunde vom Wandel des Dorflebens, geht es in ihrem neuen Buch um den Wandel einer Inselwelt. Dörte Hansen erzählt die Geschichte der Familie Sander. Eine Familie, die seit über 300 Jahren auf einer Nordseeinsel lebt und deren Männer immer zur See gefahren sind und die Frauen haben die Kinder alleine großgezogen. Doch genauso wie es das Dorfleben, ist das, glaube ich, kann man das irgendwie... Das ein bisschen niedriger. Okay. Geht das so oder ist das zu leise? Okay. Doch genauso wie es das Dorfleben wie vor 70 Jahren nicht mehr gibt, gibt es auch das Inselleben wie vor 70 Jahren nicht mehr. Und so romantisch, wie es sich viele, und ich zähle mich dazu, vorgestellt haben, war es sowieso nie. Die meisten Krabbenfischer fahren nur noch für die Touristen raus. Statt grünbraun dreckiger Arbeitsoveralls ziehen sie sich gestreifte Pullover an, um dem romantisierten Bild eines echten Krabbenfischers zu entsprechen. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich Ihnen Familie Sander vorstellen. Vater Jens, ehemaliger Kapitän, lebt mittlerweile von März bis Oktober als Vogelwart auf einer kleinen unbewohnten Insel. Mutter Hanne, die früher die Sommergäste in ihrem Haus beherbergt und dafür ihre Kinder den Sommer über auf den Dachboden ausquartiert hat, führt heute Tagestouristen in Tracht durch ihr Elternhaus, das mittlerweile ein Museum ist. Rickmas, der älteste Sohn, ebenfalls ehemaliger Kapitän, ist durch seine Angst vor Sturmfluten Alkoholiker geworden und arbeitet auf der Fähre, um die Leinen festzumachen. Solange er den Poller trifft, wird ein Auge zugedrückt, wenn er seinen Flachmann zur Arbeit mitbringt. Eske ist Altenpflegerin, hört Heavy-Metal-Musik zum Abschalten und versucht, die Familie zusammenzuhalten. Sie nimmt einmal im Jahr eine Inselauszeit und wohnt für 4 Wochen bei ihrer Geliebten auf dem Festland. Henrik, das 30-jährige Nesthäkchen der Familie, konnte schon als Junge nie stillsitzen und ist das ganze Jahr barfuß unterwegs. Heute ist er angesehener Künstler, lebt mit seinem Hund in einem Schuppen und geht immer noch jeden Morgen zum Strand und sammelt Treibgut, um daraus Skulpturen zu erschaffen. Ich lese Ihnen mal ganz kurz den Anfang vor, weil das ziemlich typisch ist für diesen Roman, finde ich. Auf einer Inselfähre, irgendwo in Jütland, Friesland oder Seeland, gibt es einen, der die Leinen los- und festmacht. Und immer ist er zu dünn angezogen für die Salz- und Eisenkälte eines Nordseehafens. Falls er an Herbst- und Wintertagen eine Mütze trägt, bedeckt sie keinesfalls die Ohren. Handschuhe trägt er nie. Zwischen seinen steifen Fingern klemmt, sobald das Schiff an- oder abgelegt hat, eine Kippe. Sein Haar ist lange nicht geschnitten worden, seine Haut von Meerwasser und Alkohol gebeizt und immer hustet er in seinen ungekämmten Bart und spuckt das, was da hochgehustet wird, ins Hafenbecken. Und immer sieht die Jacke, die er trägt, so aus, als hätte sie den Ahnen schon gehört. Der Mann, der Leinen los und fest macht, ist nie freundlich zu den Fremden, die vom Festland auf die Insel fahren. Mit schroffen Gesten weist er beim Verladen ihre Wagen in die Spur, treibt mit knappen Kopfbewegungen die Fahrradfahrer und die Fußgänger aufs Schiff, die sich wie Schafe von ihm scheuchen lassen. Der Decksmann friert aus einem Grund, den er wohl selbst nicht kennt. Er tut nur das, was schon die Vorbesitzer seiner Jacke taten, das kleine Frieren üben. Weil irgendwann das große Frieren kommen wird, der große Sturm, die große Flut oder die eine große Welle. Wer da nicht frieren kann, ist schon verloren. Dieses Buch hat alles, was ich an Büchern liebe, skurrile Menschen, Natur und natürlich mehr. Ganz viel mehr kommt drin vor. Das nächste Buch ist von Jan Weiler, der Markisenmann vom Heine Verlag, mit diesem wunderbar schönen Cover. Das ist auch ein Buch, bei dem kann ich mir durchaus einen Kinofilm vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann mal passiert.
Nachdem die 15-jährige Kim auf einer Gartenparty ihren Halbbruder mehr oder weniger unabsichtlich mit flüssigem Grillanzünder überschüttet hat, während er mit Fackeln jongliert, wird sie in den Sommerferien zu ihrem Vater nach Duisburg geschickt. Einen Vater, über den ihre Mutter sich bisher immer geweigert hatte zu reden. Nun fliegt also die Familie nach Florida und sie darf die Sommerferien bei einem Fremden am Rhein-Herne-Kanal verbringen. Man kann sich vorstellen, wie begeistert sie ist. Ronald Pappen wohnt mitten im Industriegebiet in der Ecke einer Lagerhalle. Dort hat er sich häuslich eingerichtet. Im Rest der Halle lagern 3406 Markisen mit diesem Muster aus DDR-Beständen. Jeden Morgen sucht er sich auf seiner Straßenkarte vom Ruhrgebiet eine Gegend aus, in der er noch nicht war, und fährt mit dem Auto los, Balkone gucken und versucht zumindest eine Markise pro Woche loszuwerden. Abends sitzt er vor seiner Lagerhalle und grillt Würstchen. Für Kim, die in einem Kölner Villenviertel groß geworden ist, ein Kulturschock. Ohne Fernseher, Spielekonsole und Co. weiß Kim erstmal nichts mit sich anzufangen. Doch schon nach ein paar Tagen beginnt sie die Gegend zu erkunden und lernt die Nachbarn von Roland Papp kennen. Im Laufe der Sommerferien nähern sich auch Vater und Tochter an und Kim erfährt, warum ihr Vater seit Jahren versucht, altmodische Markisen unter die Leute zu bringen. Und da ich mich nicht wiederholen will, sage ich Ihnen jetzt nicht, dass da natürlich lauter skurrile Menschen vorkommen. Die liebe ich einfach. Und es ist ein wunderbar netter, witziger Roman, Vater-Tochter-Geschichte mit Ruhrpott-Charme. So, ich spreche die wahrscheinlich nicht richtig aus, aber Delphine de Vegan, die Kinder sind Könige vom Dumont Verlag. Wir drehen gerade während dieser Veranstaltung einen Film, den jungen Mann da wahrscheinlich in der Ecke schon gesehen, der später auf YouTube gestellt wird, damit die Kunden, die heute keine Zeit haben oder morgen, sich das in Ruhe zu Hause angucken können. Und das finde ich so eine gute Idee. Aber die Frage ist, was ist, wenn Kinder gefilmt werden und das Ganze dann ins Netz gestellt wird? Und mit dieser Frage beschäftigt sich dieses Buch. Eines Tages verschwindet die 6-jährige Kimi beim Spielen mit ihren Freunden direkt vor dem Wohnhaus. Als die ermittelnde Polizeibeamtin versucht, den Tagesablauf des Mädchens nachzuvollziehen, muss sie für sie absolutes Neuland betreten, die Welt der YouTuber. Melanie, die Mutter der 6-jährigen Kimi und des 8-jährigen Sammy, filmt ihre Kinder quasi seit Kimis Geburt. Mittlerweile lebt die 4-köpfige Familie ausschließlich von den Werbeeinnahmen. Die Mutter filmt ihre Kinder beim Einkaufen, Spielen und Essen. Die Kinder werden je nach Werbeauftrag eingekleidet, essen nur Sachen von Werbepartnern und so weiter. Melanie, die schon als Kind Formate wie Big Brother liebte, ist glücklich mit diesem Leben. Sie kann ohne ihre Follower und vor allem ihrer Kommentare, Herzchen und Smileys nicht mehr leben. Ihr Mann fügt sich, hat seinen Beruf aufgegeben und arbeitet im Hintergrund an den Filmchen mit. Die Polizistin Claire und auch wir Leser fragen uns, wollen die Kinder das denn auch? Sie sind nie gefragt worden, ob sie so in der Öffentlichkeit stehen wollen. Ihre Mutter will aber doch nur ihr Bestes, oder? Ein sehr aufrüttelndes und wichtiges Buch über die Frage, wo verläuft die Grenze zwischen Spaß und Kinderarbeit, wer bestimmt über die Persönlichkeitsrechte des Kindes und ab wann dürfen wir einschreiten, wenn die Eltern ihre Verantwortung nicht mehr wahrnehmen, obwohl sie vermeintlich nur das Beste für ihr Kind wollen. So, und hier kommt jetzt was. Wenn Sie mal das Gefühl haben, die Welt kann mich mal und ich brauche was Nettes mit Happy End, lesen Sie das Wunder von Bahnsteig 5. 6 Personen nehmen jeden Morgen dieselbe Regionalbahn nach London. Man kennt sich vom Sehen, spricht aber nicht miteinander. Das kennt man ja auch, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Eines Morgens verschluckt sich einer der Pendler und droht zu ersticken. Er verschluckt sich an der Weintraube, der isst so einen Obstsalat. Und ein junger Mann, der sich als Krankenpfleger vorstellt, rettet ihm das Leben. Und am nächsten Morgen kann man sich natürlich nicht einfach ignorieren. Das heißt, man kommt ins Gespräch und merkt, dass die Vorstellung, die man sich so voneinander gemacht hat, so à la der geschniegelte Typ, der jeden Morgen in seinen Laptop starrt, ist bestimmt Investmentbanker, nicht so ganz mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Frau Meier würde sagen, das Buch tut nicht weh. Ich sag, was fürs Herz. No? So, jetzt kommen wir in die Krimi-Abteilung, aber eigentlich
gehört die auch in meine Lieblingsabteilung mit Meer. Ist nicht viel Meer, kommt, spielt viel im Watt, aber von Matthijs Deen, achso, ich habe nicht gesagt, wie es heißt, der Holländer von Matthijs Deen, da habe ich vor 2 Jahren schon einen Schiffskoch vorgestellt, den gibt's seit Oktober im Taschenbuch, wer den noch nicht kennt, kann den auch lesen. Den Holländer werden auch schon einige kennen, Herr Deen war zur Lesung bei uns dieses Jahr im Mai. Ich wollte es Ihnen trotzdem vorstellen, was gehört mit zu einem meiner Lieblingsbücher. Ein Boot des niederländischen Grenzschutzes findet bei einer Patrouillenfahrt im Watt auf einer Sandbank eine Leiche. Damit die Flut sie nicht wegschwemmt, nehmen sie sie mit nach Holland. Das Problem, die Sandbank liegt in einem umstrittenen deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Es wurde nie richtig geklärt, zu welchem Land die Sandbank eigentlich gehört. Als sich auch noch herausstellt, dass der Tote deutscher Staatsbürger ist, schickt die Bundespolizei See in Cuxhaven ihren besten Mitarbeiter, den Namen spreche ich wahrscheinlich jetzt auch falsch aus, Lieve Cupido, der ist gebürtiger Deutscher, aber auf der niederländischen Insel Texel aufgewachsen, daher sein Spitzname der Holländer. Dass er Deutsch und Holländisch fließend spricht, ist in seinem Fall eigentlich egal, weil er redet nämlich nicht. Er redet nicht gerne und er arbeitet auch nicht gerne mit anderen Leuten zusammen, sondern klärt den Fall lieber alleine auf. Da es ein Krimi ist, werde ich jetzt auch nicht weiter verraten. Ein super Buch, muss man lesen, verschenken,